Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Jurassic World Evolution. Und unser Ankylosaurus oder Ankylosaurus ist nun betäubt und ready für den Verkauf. Weil eben, wie gesagt, der Kollege hier hinten, wo ist er jetzt? Er ist gerade, glaube ich, im Walde verschwunden. Er wird wieder nach vorne kommen. Der kann man eben alleine halten und man kann ihn eben nicht in großen Massen halten, weil er da sich eben nicht wohlfühlt in einer großen Herde. So, hier ist er. Man hier raus und wie ihr seht, er kann alleine leben, kein Thema und Bestand. Das ist hier das Problem. Der wird hier eben nicht viel gebrauchen können. Von dem her, vielleicht braucht er eben auch ein anderes Gehege dann früher oder später. So, wie sieht's denn hier hinten aus? Und zwar Expeditionskarte. Ach, wie gerufen, kommen wir mal wieder. Die Kollegen aus Kanada kommen zurück hier. So, dann kann ich den gleich wieder lossenden. Und, oh, der ist fertig. Na gut, dann machen wir das eben hier. Sehr gut. Okay, dann ist er wieder weg. Dann gehen wir ins Fossilienzentrum und werden da noch ein bisschen extrahieren. Sehr gut. Das Zeug ist da natürlich wieder vorhanden. Auch etwas zum Verkaufen. Und bald kommen wir aber langsam aber sicher in Richtung des zweiten Sterns. Ja, es braucht halt hier nochmals ein bisschen länger, denn man muss halt, wie soll ich sagen, die Anforderung, wenn man so will, ist natürlich hier höher. Das hier haben wir immer relativ schnell auf 4-5 Sterne oben, aber hier, dass man hier überhaupt mal einen Stern kriegt, muss man eben hier schon etwa mal die 1000 hier bieten. Und das ist natürlich von Insel zu Insel immer um 500 Punkte, Bewertungspunkte gewachsen. Sprich, wir waren am Anfang circa bei 3 oder 3.500, die man erreichen musste. Und jetzt sind wir halt eben schon bei 5.500. Aber wie gesagt, wir sind hier nicht mehr weit entfernt. Wir haben den zweiten Stern bald und das kann sich nicht mehr so lange dauern, sofern wir hier noch die richtigen Dinos natürlich ausbrüten können. Der Styracosaurus ist hier natürlich in Front, der als nächstes kommen könnte, zusammen mit dem Cortiosaurus. Aber eben, ihr seht auch hier schon, der Cortio ist bald fertig, hat aber 27% und der Styraco erst 73%. Prozent ist schon aber bei 33, also ihr seht, was ich meine. Wir müssen hier nicht jeden einzelnen Dino hier nehmen, aber vielleicht können wir doch den einen oder anderen eher nicht so hoch bewerteten Dino trotzdem in die Gehege einfließen lassen. So, hier hinten sind wir bald fertig. Und dann kommen natürlich langsam aber sicher auch die Fleischfresser dran, vor allem hier der Lophosaurus, den ich schon lange mal angekündigt habe, den ich da gerne mal haben möchte. Und natürlich auch der Junkin und der Huayangosaurus. Krichton, ja, wir werden sehen. Und natürlich hier oben der Baryonyx. Der bringt uns natürlich dann ganz sicherlich viel Punkte, also viel, ja, für den Anfang viel Punkte ein. Aber wenn wir natürlich den zweiten Stern haben, dann gehen natürlich weitere Tore auf, was wir natürlich an Expeditionen machen können. Gut, hier unten, wir haben noch einiges, was wir hier haben können. Stegosaurus, wir haben auch hier noch, die brauchen einen gewissen Bestand, das ist auch noch interessant. Also die brauchen sicherlich etwa 5 Leute, Quatsch, Leute, 5 Dinos von der eigenen Rasse. Wir haben zurzeit 6 Stück, kann das sein? Ne, doch, 6 Stück. Ich glaube, mit 5 würden sie auch noch auskommen. Eventuell sogar mit 6. Ich weiß es nicht. Ja, das ist dann noch ein Thema.
das uns dann früher oder später auch plagen wird, wenn uns dann die Stegosaurus wegsterben und wir noch nicht den vierten Stern haben, dann kann es natürlich zu Problemen kommen. Ihr wisst auch, dass man oder dass wir immer gegen Ende der Herausforderung, also wenn wir so bei vier Sternen angelangt sind, dass der fünfte Stern dann relativ zügig geholt worden ist, weil ja, wir haben da nicht mehr allzu viel machen müssen. Vielleicht zwei, knapp drei Dinos musste man nur noch herauslassen. Das waren dann irgendwie Langhälse. Dann vielleicht noch die teuren Dinos wie der T-Rex zum Beispiel. Oder aber auch die ganz teuren. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ihr merkt es. Ich weiß es aber sofort. Wenn ich weiß, wo Gentechnik, genau hier, diese beiden, Indominus Rex und der Indoraptor, oder? Jawohl, genau. Diese beiden, wenn wir diese dann haben und maximal tunen können, ja, dann holt man sich eben dann schnell mal irgendwie 1000, 1200 Punkte und das gibt dann relativ rassig dann auch den fünften Stern. Von dem her, eben wie gesagt, es geht dann relativ zügig gegen Ende die Herausforderung. Und wir müssen hier, ich denke mal, nicht groß durchstressen. Ich erwähne es jetzt schon mal, oder ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, aber ich möchte eigentlich gerne hier dann doch weiterfahren. Ich würde dann gerne dann die anderen Futures dann downloaden, installieren und dann das Let's Play hier weiterführen. Ich habe es mal, glaube ich, eben erwähnt, wie vorhin angesprochen, dass man eben diskutieren kann, ob man hier weitermachen möchte, also sprich irgendwie eine Sandbox-Let's Play noch macht über ein paar Folgen oder ob wir eben hier die Dr. Wu mit den restlichen Add-ons dann auch noch durchspielen möchte. Ich kenne Dr. Wu selbst noch nicht, ich habe das noch gar nicht installiert. Von dem her, ja, wir gucken, wie es so vorangeht hier und wie auch der Spielspaß dann auch noch in den nächsten ein, zwei Wochen ist und eben wie auch schon erwähnt, das Sommer-Update, das kommen wird, dass wir dann, ja, wahrscheinlich, ziemlich sicher wird das gratis zur Verfügung gestellt, dieses Update, das wird kein DLC sein und dann können wir uns eben auch das vielleicht dann gegen den Sommer auch noch ansehen. Gut, so, die Leute bringen da ganz viele Sachen mit und vor allem haben wir jetzt den neuen hier, den Dilophosaurus. Sind ja jetzt hier in diese Richtung gegangen, sind wir hier vorne fertig? Ne, da hat es noch den Styracosaurus, brauchen wir noch ein bisschen. Dann würde ich dann sagen, bleiben wir mit einem Helikopter hier hinten und der andere setzen wir beim Bionix hin. Und wie sieht es eigentlich dann so aus bei den restlichen Dinos? Oh, der ist auch bald fertig hier, der Edmontosaurus. Der Dracorex kommt auch langsam in die Gänge und beim Styraco, ja, da sind wir noch ein bisschen dran. Gut, verkaufen können wir da eigentlich momentan nicht viel. Hier ist der Dilophosaurus, der langsam kommt. Gut, oh, da haben wir wieder mal Regenwetter. Ja, das kann es natürlich auch hier mal geben. Wir könnten ja eigentlich in der Zwischenzeit schon ein bisschen den Park weiter ausbauen. Wir haben ja hier gedacht, dass es hier ein großes, riesen Pflanzenabteil gibt oder Gehege gibt, wo man eben dann mit diesen Glaskugeln durchgehen oder Kugeln rollen darf. Und hier hinten würde ich dann auch gerne nochmals Fleischfresser platzieren. Und hier hinten hätten wir dann Pflanzenfresser, Pflanzenfresser. Hier auch nochmals Fleischfresser, Pflanzenfresser. Und dann können wir hier vielleicht noch kleine hinsetzen. Vielleicht hier der Dilophosaurus oder hier oben. Ja, da müssen wir dann noch gucken. So, vollständiges Genom. Wir gucken mal, was wir mit dem Edmonto so anstellen können. Oh, der Cortio wäre auch fertig. Ihr seht aber, sind beide hinter diesen. Guck da mal, ob man diese eventuell auch einzeln halten kann. Wir gehen einfach mal aufs Maximum.
egal was es ist, dass wir mal sehen, wie weit wir da bewertungstechnisch kommen. 34. Es ist halt schon nicht das Wahre oder das Gelbe vom Ei. Wir modifizieren noch der Edmonto. Sind halt einfach, sag mal, Dinos, die man ein bisschen kennt. Aber die werfen nicht wirklich. Ja, der Seltenheitsgrad ist relativ gering. Von dem her ist klar, dass die Bewertung auch klein ausfällt. Ja, die kommen da gar nicht nach oben. Von dem her warten wir doch, bis wir hier den Draco oder den Dracorex für uns gewinnen können. Wir halt uns noch ein bisschen gedulden. Oh, halt lossenden. Das darf natürlich nicht fehlen. Hier hinten, bitteschön. Hier auch noch. Und dann 2 Minuten dauert es da schon. Gut, gut. Also wie gesagt, wir könnten uns hier unten schon mal ein bisschen Gedanken machen, wie wir das aufgleisen möchten. Ich stelle mir ebenfalls vor, dass wir hier eventuell mal etwas hinsetzen. Ah, hier könnte man natürlich auch etwas machen. Und dann würde ich da mal meinen, ich eliminiere hier die Bäume so gut es geht und ziehe mal ein Gehege hier unten. Ich würde da ebenfalls ein Fleischfressergehege ansetzen und das wird natürlich dann mal so weit reklamieren. Wir können ja einfach ein normales nehmen und dann ziehen wir das einfach mal grob durch. Und vielleicht auch gleich so, dass wir ja so einigermaßen zu machen können. Und ja, das Tor lassen wir mal offen. Dann können wir hier wieder irgendeine, ja, ich sag mal, Hotels, Restaurants etc. hinsetzen. Und hier hinten würde ich dann auch wieder etwas Pflanziges hinsetzen. Hier oben eher Fleischiges. Und hier eben in der Mitte dann die Durchfahrt mit der Schwebebahn und weitere Gehege. So, für das brauchen wir aber Dinos, die wir hier weiterhin extrahieren. Ich höre schon wieder den Helikopter. Jawohl, da ist er auch schon wieder, da hat er gerade abgeladen. Und jetzt ist er hinten fertig, jetzt können wir den da lossenden. Das bedeutet eigentlich für uns, dass der Styracosaurus somit beendet ist. Da kommt nichts mehr. Jawohl, das sind die letzten wahrscheinlich. Hier auch noch und hier oben hat er noch ein paar. Das müsste nach mir eigentlich reichen, dass er nun ebenfalls vollzählig ist. Beim dem da müsste es eigentlich jetzt der Fall sein. Wenn ich mich nicht täusche, müsste das eigentlich der. Ja, hat zwar nur 1%, gibt es 2, aber es ist trotzdem voll. Ja, das 1% hier, das schenken sie uns. Das ist doch nett. Der Dracorex, den würde ich vielleicht auch hier hinsetzen, hier vorne. Müssen wir aber zuerst mal noch ein bisschen modifizieren. Was bietest du uns denn? Ja, wahrscheinlich auch nicht gerade so viel. Wir nehmen aber dann eher ein bisschen das nicht aggressive Immun. Ja, auch Immun. Und was bietest du uns hier noch? Ein 10er mit Fähigkeit. Ja, dann sind wir bei 40. Ja, reicht leider immer noch nicht wirklich. Du kommst so ein bisschen weiter nach vorne, aber ja, der Styraco ist noch gar nicht fertig. Von dem her, ich müsste vielleicht mal da noch Gesamtbewertung aktualisieren. Ja, jetzt stimmt es. Jetzt ist er in der richtigen Reihenfolge. Aber er kommt nicht mal ansatzweise an den Triceratops ran. Also da sieht man auch, wie der Triceratops eigentlich doch noch einen hohen Stellenwert kriegt gegenüber dem Dracorex. Ja gut, dann warten wir halt tatsächlich auf den Tyrannosaurus, bis wir den halt machen können. Ja, es ist ein bisschen eine Warterei. Aber
Auf einmal geht es dann wieder zügig voran. So, wir kommen in Richtung neue Dinos, die wir dringendst benötigen, dass wir hier mal etwas Neues wieder generieren können. Genau, hier der Baryonyx. Auch ein schönes Teil natürlich, dass wir uns hier dann, ich weiß es gar nicht, der ist eben gleich groß wie solche Teile hier. Ach, übrigens, es gab oder es gibt im Sommer-Update, glaube ich, auch wieder irgendwie eine Art Kreuzung von diesem Spinosaurus. Bin ich auch gespannt, wie diese Arten dann aussehen. Mir gefällt der eben auch relativ gut, denn er hat auch eine hohe Bewertung. Man kann ihn natürlich auch noch verbessern dann, sobald wir dann auch mehr verschiedene Gensachen oder für Genmanipulationen Sachen haben, können wir auch einen weiteren Spinosaurus generieren, der natürlich einiges höher ist und den dann ersetzen. Gut, wir können ja trotzdem mal den Dracorex ausbrüten lassen. Ich hoffe, er braucht nicht mehr. Sonst wissen wir es relativ schnell und wird halt einfach betäubt über diese Zeit. Aber ich denke es nicht, dass es der Fall sein wird. So, die Finanzen, die sehen bei uns immer noch top aus. Wir machen auch schön Plus hier, denn das Geld, ja, das brauchen wir. Ganz klar, für später dann auch. Denn die Dinos werden nicht günstiger. Ist auch klar, die werden immer teurer. Und wenn wir eben dann den zweiten Stern haben, bin mir sicher, aber ich glaube, dann geht es schon Richtung Langhals. Dann können wir uns dort schon Gedanken machen, wo wir uns diese Dinos dann einsetzen möchten, in welches Gehege. Wir haben ja jetzt ein paar Gehege gemacht. Ja, wir können unten noch ein bisschen weitermachen. Aber eigentlich möchte ich eben schon gerne mal diesen verflixten zweiten Stern haben. So, so, so. Das sieht relativ gut aus. Aha. Der ist aber schnell fertig geworden, ne? Oh, den wollte ich jetzt eigentlich nicht. Naja, das war jetzt Pech. Wir lassen dich jetzt nun frei und werden dich aber auch gleich betäuben, denn du musst in ein anderes Gebäude. Du bist halt auch ein niedlicher. Ja. Also klein, aber irgendwie auch niedlich. Vor allem, wie er auch gemacht wurde. Gefällt mir auch sehr gut, dieser Dracorex. Ich dachte immer am Anfang, das ist ein Fleischfresser. Der sieht eigentlich auch so aus, aber ja, wenn man dann genau guckt auf den Schnabel, ist das, eben nicht so. Und ihr seht, sozial, es genügt leider nicht. Wir brauchen da einen zweiten. Bedeutet also, dass wir hier einen zweiten ausbrüten müssen. Und dann auch den betäuben. Und dann wandern die hier in das Gehege der Stegosaurusse. Können sie sich dort breit machen, zusammen mit dem Triceratops. So. Kommen bald mal wieder die Leute von der Expedition zurück. Ich hoffe es. Wir gehen halt sonst lieber mal ins Fossilienzentrum, weil da gibt es weiterhin ganz, ganz viele Sachen, die man extrahieren möchte. Kann. So, und gleich der nächste. Und schon geht's. Ja, der Styraco ist auch gleich fertig. Dann können wir uns auch noch um den kümmern. So, hier geht's noch ein bisschen. Na, da habe ich jetzt den falschen hier erwischt. Ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber wir machen zwei gleichzeitig. Wenn wir natürlich auch den zweiten Stern haben, können wir uns auch bei den Forschungen natürlich wieder Gedanken machen und herumsehen. Und natürlich auch, oder ziemlich sicher, können wir uns dann hier das dritte Team holen. Auf beide Seiten, wohlverstanden. Sprich, auf der Seite von der Forschung, sowie aber auch auf der Seite der Leute, die hier auf die Extraktionen, auf die verschiedenen Expeditionen hier gehen. Nachher wird es ja extrahiert. So, haben wir hier
schließen sie die Expedition nach Nemekt-Formation ab. Ich meine, wir haben ja hinten alles vernachlässigt. Das ist natürlich auch nicht gerade top, was ich da gemacht habe. Denn die Einnahmen fehlen dann natürlich auch. Wirklich viel gibt es ja da nicht, was man da sieht. Oh, da müssen wir schnell freilassen. Und auch die ACU kann sich schon mal bereit machen mit der Betäubung. Und dann können wir gleich beide mit dem Transporthubschrauber dann ins richtige Gehege hier unten platzieren. So, Spinosaurus ist schon wieder mal wundrig, wie auch immer, gespannt, was hier dann der Kollege genau macht mit dem Hubschrauber. Nehmen mal den ersten schon. Ich hoffe, dass er den kleinen Knirps da auch trifft. Ja, das Tiraco ist fertig. Sehr gut. Perfekt. So, dem gefällt es aber gar nicht, dass hier so viele Hubschrauber sind. Tut mir leid. Die verschwinden auch gleich wieder. Beim Tiraco weiß ich jetzt leider nicht, wie er genau das Ganze haben möchte. Er ist schon bei 41. Sieht schon mal vielversprechender aus. Und hier oben hat er aber auch nicht wirklich mehr. Aber er hat hier einen Elfer drin. Wenn man ein bisschen mehr gibt. Ich hoffe schwer. Ja, er wird ziemlich sicher genau den Triceratops überbieten. Aber nicht den Anklier. Naja, das ist jetzt nicht so schlimm. So, so. So, und oh, hier haben wir noch einen zum Verkaufen. Den nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und gleich wieder auf Nein, nicht beide da. Hier muss ich den einen. Naja, nicht so schlimm. Genau, wir waren hier unten. Jetzt ist eine Krankheit ausgebrochen. Das ist natürlich nicht gerade top. Hier wäre das hier oben schon wieder hier oben. Was ist denn hier hinten los? Warum seid ihr da immer krank? Ah, Futter. Ja, vielleicht. Schlechtes Futter, schlechtes Wasser. Was hast du denn, du armer Kerl? Du hast... Oh Jesus, was ist das denn? Campylobacter. Mein Gott. Naja, das klingt auch schon wirklich krankhaft. So ein komplizierter Name. Naja, der Ranger ist unterwegs. Du wirst gleich wieder gesund. Und den Styraco habe ich jetzt gesagt. So, den brüten wir uns aus. Mal zwei Stück. Eben, ich weiß auch hier nicht. Braucht es nur einen, braucht es zwei. Und vor allem, wie ist die Menge von dem Kerl? So, der Dracorex. Uiuiui. Warum sorgen Sie sich nicht um Ihre Bedürfnisse? Da würde ich jetzt aber mal meinen, dass wir die Kollegen da auf die andere Seite bringen. Keine infizierten Dinosaurier entdeckt. Wenn ich dann natürlich beide finde. Aha. Gut, da ist einer der hier. Der andere ist da. Und dann wechseln wir das Ganze. Ihr seid noch soweit in Ordnung. Wo ist der Triceratops? Der ist ja hinten. Der... Naja, bei dem geht es auch noch, aber wir haben da nicht so viel Leute gerne. Tiere stets ausreichend zu füttern, vor allem in Situationen wie die. Das ist nicht gerade so gut. Darum gucken wir uns das gleich an, dann, dass sie dort in ein anderes Gehege kommen. So, jetzt einmal der hier und einmal... Achso, dann muss ich noch warten, bis der Kollege da landet. Aus... Großbritannien oder aus England hat man anscheinend ein bisschen länger als ja, nebenan hier. So, du darfst landen. Sehr gut. Dann kann ich da nämlich auch wieder rein. So. Oh, hier kommt der Junkin. Sehr gut. Wieder verkaufen. Tack, tack, tack. Sehr gut, also der ist beides betäubt, dann Transport, einmal von hier, nach da gerne, und von hier, ebenfalls nach da.
Wie sieht's bei euch aus? Ja, es scheint so, dass ihr durchkommt. Hoffe ich auch schwer. Denn ich habe da genug Marge drin eigentlich, dass wir da locker über die 100% kommen. So, Futterstation. Hier reklamiert jemand wegen Futter. Da bist du hier unten, das bist du und du. Sehr gut. Hier hinten haben wir auch Probleme? Nö. Haben wir jetzt vorhin ja aufgefüllt. Dürfte eigentlich ja nicht der Fall sein. Okay, wie sieht es hier vom Futter bzw. Essen für die Gäste aus? Das sieht gut aus. Mal hier das Essen. Okay, das sieht alles soweit sehr gut aus. So, die transportieren hier die Dinos. Ab geht's in diese Richtung. So. Ja, also du musst ja überhaupt nicht passieren. Du hast ja gar keinen Stress hier. Er ist ja auch betäubt und wenn er landet, dann ist er auf einmal wieder wach. Ist ja auch gut. Dann ohne Gegenmittel erwacht er jedes Mal nach dem Transport. Gut, da kommt er auch schon wieder zurück hier. Gucken wir uns das auch noch kurzerhand an, was er dann da so schönes mitbringt. Und auch der aus England noch. Jawohl, der Junkin da noch. Hier, ja, den müssen wir jetzt irgendwie noch fertig kriegen. Auch ganz klar. Ionix. Wäre schon cool, wenn wir den. Wo ist er denn? Hier. Dilophosaurus. Dass wir den wirklich noch fertig kriegen. Das wäre schon noch schön. Dass wir da endlich noch. Nein, dieser Folge ganz sicherlich nicht, denn die Folge ist nämlich vorbei. Da können wir jetzt momentan nicht weiteres machen. Wie ich denke, in der nächsten Folge, nein, nicht ich denke, sondern in der nächsten Folge werden wir nämlich diese beiden Teile hier freilassen, die beiden Styracosaurusse. Und dann gucken wir mal, ob es schon reicht für den zweiten Stern. Dann verabschiede ich mich. Besten Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier. Trotzdem wir nicht allzu viel gemacht haben, leider. Es ist noch ein bisschen eine, ich weiß nicht genau, wie man dem sagen will, aber so ein, ja, ein schleppender Prozess zur Zeit. Vielleicht kann man das ein bisschen spannender machen. Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, die nächsten Folgen werden hoffentlich dann wieder besser. Vor allem, wenn es dann mal endlich mit dem zweiten Stern und somit mit der Aktualisierung auch vom Forschungszentrum dann weitergeht. Gut. Oh, cool. Wir haben jetzt auch Bionix auf 50% immerhin. Und nochmals besten Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Packy. Bye, bye.